Die Preise für Fleisch sinken immer weiter ins Bodenlose. Warum auch immer. Alle Bewohner der Insel anfangen, vegetarisch zu leben. Ich kaufe kein Fleisch mehr. Valtras hat wieder gepredigt. Er meinte, dass Bilja das Tier erwählte und jetzt den Tiger, dass wenn man Fleisch isst, dass man von Bilja verflucht wird. Verflixt. So bekomme ich mein Fleisch nie los. Die Leute glauben durch deine Predigten, dass das Essen von Fleisch gefährlich für sie wäre. Kannst du den Teil irgendwie anders formulieren? So ein armer Schlucker. Denkt, er kann meine Reichweite ausnutzen für seine Geschäfte, ohne mich zu bezahlen? Gib mir 300 Gold und ich überlege mir was. Ich habe nicht so viel Gold. Dann hast du jetzt viel Zeit, darüber nachzudenken, wie du das Geld beschaffst. Aua, wofür war das denn? Das war dafür, dass du mich dumm von der Seite vollgelabert hast. Besorge mir das Gold oder ich verfluche dich im Namen Adanos. Aber warum? Jeder muss sein Produktplacement bei mir bezahlen. Ich bin nicht die Wohlfahrt. Na toll. Jetzt brauche ich nicht nur Gold für neue Ausrüstung, sondern auch noch für diesen korrupten Wasserhani. Was mache ich jetzt bloß? Vielleicht kann ich in der Stadt schnelles Geld machen. Wie soll ich nur all das Gold für Valtras aufbringen? Es muss doch einen schnellen Weg geben. Ich muss nachdenken. Romos Lustspelunke. Der wird sicher Geld wie Heu haben. Vielleicht komme ich da irgendwie ran. Hey du, Lust auf ein wenig Spaß? Dann komm rein und komm drinnen gleich nochmal, ja. Ich will aber keinen Spaß mit dir. Nicht mit mir, du Trottel, sondern mit den leidenschaftlichen Lustblüten der ganzen Stadt. Oh, ach ja. Ja, danke für die Einladung. Idiot. Hallo, neuer Freund. Herzlich willkommen in der Roten Laterne. Ja. Hi. Ah, bist wohl einer der schüchternen Sorte. Macht nichts. Du bist hier im schönsten Bumslokal in ganz Myrtana. Meine Mädels haben die saftigsten Hinterteile und die weichsten Tiet. Fühle. Sie sind ganz zärtlich mit dir. Herr Bromor, ich bin gar nicht hier, um mich zu amüsieren. Ich hätte da nur eine Frage. Du musst lauter reden. Ich verstehe dich kaum. Die Musik ist so laut. Eine Frage. Hey, schrei mich nicht an. Glaubst du, ich bin taub oder so? Was willst du wissen? Nun, ich brauche Geld und suche einen Job. Wollte fragen, ob ich mich irgendwie nützlich machen kann. Du willst für mich arbeiten? Lass mal überlegen. Einen Türsteher habe ich schon. Und einen Kellner oder Koch brauche ich hier nicht. Meine Mädels bringen meine Kunden zum Kochen, wenn du verstehst, was ich meine. Na Hübscher, zum ersten Mal hier? Ich werde deine Träume erfüllen. Alle? Ja, Süßer, alle. Du kannst mir hier also auch einen Job besorgen. Du willst hier arbeiten? Ja, ich brauche Geld. Mir kommt eine Idee.